Hallo, da bin ich wieder. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach den passenden Zutaten für ein tolles. Ja. Restaurant? Café? Café war es, genau. Für ein tolles Café. Guck mal, da ist Olivia. Da ist Olivia. Sie scheinen Selbstgespräche zu führen. Gibt es denn hier nicht ein paar schöne Cafés? Irgendwo in der Nähe, wo sie dringend Aushilfe brauchen? Verstehe. Sie ist auf der Sucht Jobsuche. Wunderbar. Jetzt haben wir mit der gesprochen. Ich glaube, jetzt müssen wir in den Park. Da ist Morris. Mit dem müssen wir jetzt auch reden. Hey, Ethan! Hi, du arbeitest? Mehr oder weniger. Ich sollte Morris fragen, ob er vielleicht weiß, wie man dem Kronos helfen könnte. Morris, kann ich dich kurz etwas fragen? Wie man ein Café richtig zum Laufen bringt? Naja, ein Freund von mir hat eins eröffnet und das Geschäft läuft sehr schleppend. Ich weiß nicht, um welches Café es geht, aber am wichtigsten ist die Atmosphäre. Die Atmosphäre, ja? Hier in der Gegend gibt es nur die Bibliothek, wo man sitzen und was lesen kann. Wäre cool, einen Ort zu haben, wo man sich gelegentlich zum Lernen treffen könnte. Verstehe, ein Ort, an dem man gelegentlich lernen kann. Das notiere ich mir. Morris, macht das Lernen wirklich Spaß? Also zu einer schönen Atmosphäre gehört für mich nicht unbedingt eine Atmosphäre, wo man lernen kann, aber naja. Yep, danke, tut mir leid, dass ich dich beim Arbeiten gestört habe. Null Problemo, bis später dann. Ey, yo, Mann. Und so, naja. Das Ideenmemo wurde aktualisiert. Ja, ich glaube, jetzt gehen wir ins Kronos. Entschuldigung, wenn ich das immer wieder machen muss, aber irgendwie bin ich doch noch nicht so hundertprozentig gesund. Also, ich bin ganz stolz. Ich habe jetzt schon 2 Tage ohne Weg überlebt, nachts. Willkommen. Der Stift leuchtet. Nein, wir wollen noch nicht graben. Später vielleicht. Reden wir mal hier mit Ette. Was? Mir ist aufgefallen, dass du das Café recht häufig besuchst. Ja, und was dagegen? Nein, nein, ich mache nur kleine Befragungen, hole Meinung der Kunden ein. Nette Entschuldigung, wenn ich mich mal selbst loben darf. Was könnte ein anderer Besitzer zum Beispiel tun, damit dieser Laden wieder floriert? Was? Der Besitzer wird wechseln? Stimmt etwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Na dann, viel Spaß. Puh. Tut mir leid, war nur ein Was-wäre-wenn-Beispiel. Mann, du kannst einen erschrecken, ich komme doch nur wegen ihr hierher. Hä? Wie? Mann, ich stehe auf Cafés mit weiblicher Bedienung. Ach, du meinst. Oder kannst du dich entspannen, wenn es vor alten Männern nur so wimmelt? Nein, interessante These. Ich glaube, ich muss mir das notieren. Das Ideen-Memo wurde aktualisiert. Klingt großartig, ich danke dir, Aaron. Aaron. Ach, und woher kennst du meinen Namen? Oh, hat mir der Besitzer gesteckt. Weiß sie auch noch was? Diese Eva war eine echte Quasselstrippe. Gut, vielen Dank. Jetzt müssen wir in die Bücherei. Gehen wir mal da rein. Und es steht da Ben. Boah, wie geht's, Ethan? Wie läuft's bei dir? Was machst du hier in der Bibliothek? Alles bestens, hör mal. Das bleibt zwischen uns, okay? Klar, was denn? Siehst du das Mädchen da drüben hinter der Theke? Ja, Sarah, was ist mit ihr? Hey, du kennst ihren Namen? Hör mal, Bruder, ich habe sie zuerst entdeckt. Oh mein Gott.
Er steht da auf Olivia, jetzt steht er auf die, der ist echt. Oh, Männer. Ich weiß, ich tue schon wieder, aber Männer. Schon gut, ihr Name steht doch auf dem Schreibtisch. Was? Oh, dann ist alles in Ordnung. Ach, deshalb leistet sie so viele Bücher aus. Wegen Sarah. Bücher, die kein Mensch liest. Hey, sie haben eben zufällig richtig coole Bücher hier. Bingo. Denk nicht mehr dran, dich einzumischen, Kairos. Es läuft gerade gut. Entschuldigung. Es läuft gerade gut mit dem Würstchen, ey. Die würde dir noch niemals mit einer Kneifzange anfassen. Würde mir nicht im Traum einfallen. Ich nehme dich beim Wort. Na schön. Ich muss jetzt nach Hause. Bis später. Wow, nicht übel. Er sagte mal, dass er auf hübsche Mädchen steht. Und Sarah ist sehr attraktiv. Vielleicht sollte ich das bei meinem Kaffee-Ideen mehr hervorheben. Das Ideen-Memo wurde aktualisiert. So. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich jetzt alles haben. Ich gehe sicherheitshalber erst einmal nochmal zur Kreuzung. Ob da noch jemand steht? Nö, hier steht nirgendwo einer. Noch nicht mal Zox steht hier rum. Und dann gehen wir einmal nach Vin, weil da könnte sich ja Ashley rumtreiben. Vielleicht hat die was Interessantes zu erzählen. Ha, Treffer. Hey, Ethan. Oh, Ashley. Vin ist immer noch nicht zurück. Hängt wahrscheinlich noch irgendwo herum. Alles klar? Ashley hat sich kein bisschen verändert. Vin ist der weltbeste Drückeberger. Sag ihm, er soll damit aufhören. Er wird noch ganz fett, wenn er jeden Tag nur herumsitzt. Aha. Kann ich machen? Er interessiert sich gar nicht mehr für Basketball. Ja, er hat die Mannschaft verlassen. Daran ist nur diese Verletzung schuld, die er sich als Kind zugezogen hatte. Was meinst du? Erinnerst du dich nicht? Er fiel von der Leiter, weil eine Stufe angebrochen war. Er wollte auf keinen Fall weinen, aber es muss sehr wehgetan haben. Was war das für eine Leiter? Da bin ich überfragt. Hattet ihr Jungs nicht mal ein Geheimversteck? Da gab es wohl eine Leiter. Die Leiter, mit der wir in unsere... Was? In der wir in unser Versteck kletterten. Ich erinnere mich an die kaputte Stufe. Genau. Die muss Vin erwischt haben. Welche ist denn da kaputt? Die da? Aber von der Höhe verletzt man sich doch nicht, oder? So eher hier gewesen sein, aber ich... keine Ahnung. Er fiel runter und verletzte sich an der Hüfte. Das Ende seiner Basketballkarriere. Stimmt. Aber das bleibt unter uns, okay? Er bringt mich um, wenn er herausfindet, dass ich mit dir über seine Schwäche spreche. Kann ich mir denken, aber von mir erfährt kein Mensch etwas. Oh, ich kann heute nicht lesen. Ich nehme dich beim Wort. Bis dann. Komisch, eine Frau wird nicht befragt, immer nur Männer. Die Leiter zu unserem Versteck, vielleicht kann ich die Stufe irgendwie reparieren. Es ist verschlossen, aber da ist Sox. Hey, Soxy, ich wusste gleich, dass es dir so gut gefällt. Und er hat ein Kügelchen. Nanu, dieses Licht. Könnte das nicht? Wo findet Soxy diese Sache nur? Boah. Und jetzt fühlt er sich leichter wieder. Boah. Hey, bin ich vielleicht irgendwie leichter? Hey, Socks.
Wo ist er hin? Weg. So. Und wir begeben uns dann jetzt gleich ins Kronos und gucken mal, ob unser Rezept vollständig ist.